Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Fullmetal Let's Plays hier auf meinem Channel. Taboralin ist ordentlich am Trainieren. Na, wir sehen hier, da wird brachial trainiert. Wir hasseln diese Episode bodenlos. Na, nicht die ganze Episode, hoffe ich mal, aber einen ziemlich großen Teil dieser Episode. Und werden dann unsere nächste Mission antreten, zwecks mehr Skelette rekrutieren. Ganz klare Sache, na? So, wie sieht's denn hier gerade aus? Da werden wieder Pressen hergestellt aus Eisenplatten. Hier laufen gerade aus Stahlbarren und Pressen Skelettmuskel. Allerdings sind Stahlbarren gerade Limiting Factor, wie es aussieht. Ja. Ja. Ashitaka jetzt auch nur noch am Hin- und Herrennen, wie es aussieht, ne? Ja, Ashitaka, kannst du da nicht mehr auf einmal mitnehmen? Schau mal, kannst du so? Würdest du dann direkt mehr mitnehmen? Ja, also, guck mal. Na, dann ist das vielleicht nicht ganz so... Ja, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Ja, dann stackt er halt trotzdem 5 und rennt dazwischen hin und her. Verstehe. Na, okay. Ja. Ja, nee, ich glaube, damit müssen wir jetzt erstmal einfach so vorlieb nehmen. Das ist jetzt einfach so. Ashitaka, wie läuft denn bei dir? Na, Athletik nimmst du da ja nochmal mit. Stärke geht auch ein bisschen voran. Wie sieht's denn da gerade aus? Fullmetal 51, 55 bei Neil, 71 bei Bronchon, 51 bei Ashitaka, 56 bei Agnu, 57 jetzt bei Taboralin. Na, das ist, das lässt sich sehen, würde ich behaupten. Oho! Wer ihr? Sklavenhalter Karawanenwache. Ja, die kommen wahrscheinlich wieder vorbei, um in unserem Außenposten zu sterben. Das ist erstmal okay für uns. Na, liegen ja durchaus immer ein paar von denen rum. Hier jetzt gerade noch Holy Nation. Ja, die haben es hier gerade schon wieder ein bisschen schwer, wie es aussieht. Ein Kriegsherr ist da dabei, wow. Beeindruckender Außenposten, das muss ich ihnen lassen. Sklavenüberfall hat Deep Breath erreicht. Ah, wir fangen jetzt doch Ärger mit denen an. Na dann. Ihr könnt gerne Stress haben, ist gar kein Problem für uns. Überhaupt kein Problem für uns. Okay, dann bleiben wir erstmal nicht in der Nähe Agnu, sondern Taboralin, du legst schnell den ab, na, und gehst oben an deine Geschützturmwache. Naja. Schaut mal, dann kann der Rest mit euch metzeln. Eben, den haben wir denn hier? Agnu, na also, Agnu, guck mal, du kannst... Ah ja, stimmt, du hast gerade keine andere Rüstung, das ist okay. Was lässt du dich denn so verprügeln? Eben! Eben! Na, so nämlich. Komplett reingesmackt hier. Wen haben wir da unten? Neil. Ja, Neil, na? Da sieht's schlecht aus für unsere Gegnilis. Full Metal. Den tangiert das wenig. Doch, den tangiert das wohl, wartet mal. Oh, Fullmetal, hast du da gerade jemanden dumm und dämlich geschaut? Auf wen schießt du? Ja, Fullmetal, dann geh mal runter und shoot mal ein bisschen. Taboralin kommt wahrscheinlich wieder nicht oben an, bevor hier wieder alles vorbei ist, oder? Das wird sich zeigen. Na doch, guck mal, da sind einige Schützen dabei. Die wird der Taboralin richtig aus dem Leben filtern, oder? Taboralin, alle bauen auf dich. Hierher mit dir. Und dann will ich was sehen. Dann will ich was sehen. So, Taboralin, jetzt zeig mal, wie es ist, ne? Und? Hatte niemand stecken, aber wird noch kommen. Wartet's ab. Oh! Ja, genau so, Taboralin, genau so. Komm, zeig uns ein bisschen mehr. Na, der war leider nix. Oh, das war Full Metal. Ja, okay, auch stark. Oh, Taboralin mitten auf seinen Arm. Sehr strong, so muss es sein. So und nicht anders, Taboralin. Und jetzt? Niemand, okay, auch okay, auch okay. Zum Geier, na, haben wir da gerade ein Ärmchen abbekommen, ne? Schade, das ist ja echt schade, na, das ist ja ein Jammer. Den hat er getroffen? Alter Junge, das war Heavy Impact. Guck mal, wie er den da stecken hat. Uiuiui. Ui, ui. Ja, da würde ich auch Noki gehen. Alter.
Alter, yo, Full Metal, wie sieht's bei dir aus? Ja, stark, Full Metal, sehr, sehr nice. Armbrüste 45, let's go. Na, Taboralin, zeig mal, wie sieht's da aus? Da geht doch noch was, oder? Wen wurde da noch geschossen? Leider auf niemanden, wahrscheinlich auf ihn, ne, aber halt nicht getroffen. Oh, der hat noch mal ein Bein verloren. Eieiei. Da wurde noch mal jemand die Brust zerschmettert mit 122. Und auf wen wird jetzt geschossen? Ah, da flüchtet wahrscheinlich gerade einer. Ja, Taboralin, dann macht das schon keinen Sinn mehr. Geh mal runter und heb was auf. Wächter der Heiligen, das passt. Ja, aber warum haben die Sklavenhändler denn jetzt Beef mit uns? Das könnte scheiße sein für uns, ne? Sklavenhändler. Ne, wir sind trotzdem noch cool mit denen. Aus Gründen. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist wie es ist. Meine Lunge. Hust. Echt, oder Hust? Ja, gell, Hammer schwer. Der arme Junge, wie lange bleibt denn das Giftgas auch da? Ja, Freundchen, das ist der Kriegsherr. Oh, Kriegsherr. Sind wir da, sind wir so ein bisschen am Arsch, gell? Ja. Bisschen am Arsch sind wir, gell? Ja, ja. Burn, guck mal. Hack den doch mal dumm. Na, hack doch einfach mal drauf. Uiuiui, die Armen. So, wird hier repariert. Ja, klasse. Taboralin, du hast wieder, ne, jemanden am Start und followst jetzt wieder. Wem followst du nochmal? Agnu, nicht wahr? Ja, Agnu, dann musst du wieder in Sneak, genau, damit hier weiter gelevelt wird. Klar. Okay, cool. Na, das lief doch schon mal schön. So darf doch eine Episode losgehen, ne? Ja. Taboralin, zeig denen mal, wie es läuft. Agnu, bitte wieder in Sneak. Na, damit Taboralin wieder mitsneaken kann. Genau, so nämlich. So nämlich. Fullmetal, was ist deine Mission? Ashitaka, Fullmetal, was ist eure Mission? Burn? Okay, Fullmetal, dann geh mal wieder rein hier, ne? Darfst schon. Guck mal, darfst doch mal auf den schießen. Ist gar kein Thema. Ja, ja, gell, da darf gerne geschossen werden. Gar kein Problem. Okay, Fullmetal, bei dir scheint gerade ja nichts mehr zu gehen, ne? Das ist komisch. Wir gucken gleich mal, was da los ist. Was limitiert uns gerade? Roboterteile, Stahlwachen limitieren uns. Verstehe. Na, wie sieht's denn da aus? Na, kommen nicht ganz hinterher, ne? Vielleicht brauchen wir da tatsächlich auch mal noch eine zweite Produktion. Oder wir müssen hier aufhören, was mit Stahlwaren zu machen, während oben ebenfalls was mit Stahlwaren läuft. Das kann natürlich sein. Eisenplattengrind läuft auf jeden Fall. Pressen werden hergestellt. Na, sind wieder ein paar am Start. Wie steht's denn um die Skelettmuskel? Da sind einige am Start, ebenso Motoren. Das heißt, auch da können wir mal wieder chillen, Burn, und du kannst mal sagen, schau mal. Danach wieder Roboterteile reinmachen, ne? So. Dann kommt Skelettmuskel weg. Roboterteile, Skelettmuskel, Motor, das läuft. Na, dann brauchen wir keine Stahlbarren, dann kann Fullmetal oben richtig weiterhasseln und hier werden wieder Pressen nachgeliefert, die wir dann wieder brauchen, um letzten Endes wieder Skelettmuskeln herzustellen, wovon wir jetzt gerade aber mehr als genug haben. Motoren ebenfalls. Ja, das heißt, es kann auch mal richtig ordentlich gehasselt werden hier. Das nehmen wir natürlich auch mit. So muss auch ein Außenposten aussehen, oder? Den geht's gar nicht gut hier. Ja. Und das Giftgas regelt auch den Rest. Wenn da noch irgendwas lebt, wisst ihr, wie ich meine? Dann gibt's jetzt nochmal ordentlich auf den Bauch und die Brust. Guck mal hier. Das ist doch so fatal. Also, na, wenn hier mal was liegt, sag ich euch, wie es ist, ne? Einmal zu tief eingeatmet, dann sieht's hier ruckzuck schlecht aus für die Gegner. Ganz schlecht sieht's da aus. Na, und für uns ist das natürlich klasse. Was soll ich euch sagen? Das läuft hier echt super. Na, der ist jetzt tot. Der hat vorher den Bauchschuss bekommen, oder? War das nicht einer von denen? Hier hat auf jeden Fall jemand komplett die Brust weggemacht bekommen, aber ich glaube, den haben wir aufgehoben. Ah, nee, das war er hier, guckt mal. Naja, da ist die Brust komplett durchschossen worden. Tja, so ist das eben manchmal. So läuft das eben, ne? So läuft das eben. Okay, ja, starke Sache, oder? Muss echt sagen, alles in allem... Oh, mir fällt gerade auf. Hä? Wie sieht's denn hier aus? Wird die auch bedient? Wer kümmert sich darum nochmal? Das macht Agnu auch, genau. Ja, klasse, okay.
So, und die Eisenplattenlager waren vor allem hier hinten, nicht wahr? Füllen sich aber tatsächlich nicht wirklich, ne? Ja, Stahlbarren frühstücken die ganz gut leer, aber Stahlbarren dürften jetzt eigentlich mehr werden. Stahlbarren läuft nicht, solange das niemand ins Lager bringt. Ashitaka, dann kriegst du leider noch einen Job reingedonnert. Aber läuft dann überhaupt unser Eisenerzgrind ausreichend? Nicht wirklich. Ja, ja, wir können nicht ewig so weitermachen, wie wir das gerade machen. Neil, scheiß mal schnell auf die Pressen. Du musst hier hasseln. Dann wieder ordentlich Erz reinbohren. Steinmine ist egal, fällt mir gerade auf. Das kannst du erstmal lassen. Und Ashitaka, du scheißt dafür auf den Erzbohrer und übernimmst noch hier dieses Lager. Na, denn sonst läuft hier nichts weiter. Das ist natürlich auch Quatsch. Genau. Sehr schön. So nämlich. Und Neil, du hasselst da ja durch, als gäbe es keinen Morgen, oder? Das geht schon ziemlich fix, ne? Könnte noch schneller gehen, aber ist absolut in Ordnung so. Absolut in Ordnung so. Wird allerdings wahrscheinlich trotzdem früher oder später zur Neige gehen, hier Roheisen, ne? Ja, ja. So ist das eben. So ist das eben. Naja, wie dem auch sei. Money wird allemal gemacht. Burn, wie steht's denn um dein Stat? 73. Digga. 78 bei Full Metal. Leute. Mit denen heilen wir uns hoch, als gäbe es keinen Morgen, ne? Das ist komplett egal, was da passiert. Full Metal auch 65er Zähigkeit. Hier 48 bei Neil, da könnte man mal ein bisschen rausholen. Burn genauso. Ja. Ja, ja, doch. Also Neil und Burn könnte man mal noch auf 50 Zähigkeit pushen, finde ich. Aber ansonsten bin ich gerade alles in allem super zufrieden mit allem. Ne? Wir haben hier 25 von diesen Skelettreparatursets, da wird ordentlich Cash gemacht. Neulich einen Kommentar erhalten, dass wir ja mal gucken könnten, welche Komponente wie viel Arbeit, na, und dann eben über die Zeit rechnen, was sich am meisten lohnt. Ich würde allerdings sagen, allein aus der These heraus, dass wir die Skelettreparatursets ja eh brauchen, macht es ohnehin Sinn, die einfach permanent herzustellen. Und ich würde auch behaupten, spätestens mit dem nächsten oder allerspätestens dem übernächsten Skelett können wir diese Produktion permanent am Laufen lassen. Jeder hat da seinen Teil, da wird durchgehend gehasselt und dann haben wir hier immer Cash, wenn wir das brauchen. Ne? Können wir ab und zu mal eine halbe Episode hasseln, holen da irgendwie 20 solche Skelettreparatursets rein. Die Leute werden in der Robotik ja auch nicht schlechter, ne? Das heißt, das kommt ja auch noch dazu. In dem Sinne mache ich mir da überhaupt keinen Kopf. Ne? Wir werden da ruckzuck an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay Leute, das läuft einfach. Jetzt müssen wir einfach Glück haben bei der nächsten Rekrutierung wieder. Das wäre natürlich hammergeil. Wissen kann man es nie. Hoffen können wir immer. Ich bin jetzt einfach mal guter Dinge, dass wir da Glück haben werden. Hier Taboralin bald 60er Stärke. Dann geht das noch gut voran. Durchaus. Durchaus geht da noch gut was voran. Gar keine Frage. Geschick müssen wir bei ihm halt echt noch brachial nachziehen. Das steht vollkommen außer Frage. Das steht wirklich vollkommen außer Frage. Aber auch das wird werden. Na, da bin ich guter Dinge. Wir könnten uns da gewisser Tricks bemächtigen. Das wäre überhaupt kein Problem. Allerdings würde ich sagen, ich hätte es schon gerne so, dass wir möglichst wenig Exploity unterwegs sind. Na, klar könnten wir jetzt irgendein Skelett holen, hier ein Skelettreparaturbett legen, das wir ja schon haben. Irgendwie gucken, dass wir Arme und Beine abtrennen oder über eine gewisse Sache, die man hier unten finden kann, ganz sicher Arme und Beine abtrennen. Na, da reinlegen kann ich entkommen, mit einem schwachen Katana reinhauen, ist die Geschicklichkeit so schnell so weit oben, dass einem da Hören und Sehen vergeht, könnte man dann natürlich auch Martial Arts machen, zumal wir nichts zu befürchten haben. Wir würden die Zähigkeit dabei nicht leveln, wie das wäre, wenn wir organisch wären, da wir ja keinen Schaden dadurch erhalten, dass wir mit blanken Fäusten auf Metall schlagen, da wir ja selbst Metallfäuste haben. Ne? Aber wir könnten auch so theoretisch Kampfkunst und Geschick innerhalb von einer Episode auf 70, 80 ziehen, wenn wir das wollten, aber wie gesagt, jetzt mal hier, ne, ruhig mit den jungen Pferden, da chillen wir erstmal. Das soll während dem Kämpfen gelevelt werden, ist mir ganz wichtig. Ist mir irgendwie echt ganz wichtig, ne. Wollen hier ordentlich hasseln und so, da macht man nicht so Rambazamba-Tricks, das ist ganz klar. Ja, ich muss echt sagen, Leute, Außenposten gefällt mir super, klappt gut. Ich würde gerne immer noch den Taboralin ein bisschen früher nach oben schicken können, ne.
dass, also, ne, wenn gerade ein Raid kommt zum Beispiel, allerdings wird sich das ebenfalls einpendeln, sobald wir gewissermaßen den Haburali nicht mehr permanent im Training haben, denn dann wird er ja gewissermaßen viel schneller sein und nicht hier so rumflanieren und entsprechend ist er dann auch ruckzuck oben auf seinem Türmchen und bereit und auch darüber wird er in nächster Zeit relativ viel Geschick ranholen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, das wird schon klappen, ne? Wie sieht's denn aus? Angriff der Heiligen Nation. Nächster in 5 Tagen. Dann würde ich eigentlich ganz gerne unsere Mission, wir haben im Übrigen Tag 100, 12.20 Uhr gerade bei 30.000 Cash. Dann würde ich ganz gerne unseren nächsten Heist so planen, also unsere nächste Rekrutierungsaktion, dass wir vor diesem Raid wieder da sind. Ja, das heißt, wir sollten auf jeden Fall meines Erachtens nach noch diese Episode los und das können wir uns auch lässig leisten, wenn ich mir dies hier so anschaue. Ne? Und jetzt 30 mal 4,5k circa. Das ist schon eine Shitton Geld, ne? Also gar keine Frage. Plus, ich wette, unten liegen auch noch ein paar, oder? Weil die ja auch gerne mal einfach ablegen, wenn sie da arbeiten. Ja, also das passt auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall. Dann bin ich mir auch noch sicher, jetzt muss ich gerade noch nachschauen, wer hatte das denn nochmal? Irgendjemand hatte noch die Katanas. Ja genau, die haben wir ebenfalls noch, ne? Also bei Brown nochmal ordentlich verkaufen, darf dann ebenfalls noch geschehen. Das ist gar kein Problem. Wir können hier gerade mal die Stahlbarren noch dazu packen. Jetzt ist das hier unten auch schon wieder voll. Das heißt, hier unten könnte mal wieder jemand weiterlegen und irgendwas mit Stahlbarren regeln. Allerdings würde ich behaupten, sobald die Stahlbarren hier jetzt wirklich voll sind, gehen wir auch allmählich mal los. Wie steht's denn jetzt um unsere Eisen? Roheisen? Ja, okay, ist der Limiting Factor. Na, das dachte ich mir. Das war irgendwo abzusehen. So, Ashitaka. Dann nimm mal das hier nochmal rein und priorisiere dies, ne? So, ja, komm. Da muss jetzt erstmal kurz ein bisschen hochgehasselt werden. Machen wir das noch einmal ordentlich voll, würde ich behaupten, ne? Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon ruckzuck an dem Punkt, wo wir uns allmählich von hier verpieseln. Und dann mal schauen, wie viel Cash wir machen. Wir haben dreimal die Katanas. Circa 30 Sachen, die wir verkaufen können. Damit lässt sich auf jeden Fall eine Shitton Money machen. Das ist gar keine Frage. Ich würde behaupten, bei circa 20 Minuten rennen wir einfach los, oder? Das wird schon passen. Das wird schon passen. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Mal die Eisenplatten mal ordentlich voll machen hier, ne? Vielleicht mal so lange auch die Stahlbarrenproduktion zum Erliegen kommen lassen, dass die hier mal komplett voll wären. Das wäre schon nice, ne? Es nimmt ja zu, so ist es ja nicht, jetzt Ashitaka da nicht mehr mit rummischt, ne? Und das die ganze Zeit hier reinfeuert. Aber wie gesagt, Stahlbarren sind gerade genug da. Kann Fullmetal sich easy bedienen. Dann füllen wir hier mal wieder ein bisschen die Eisenplattenvorräte auf. Wichtige Sache, ganz klar. Taboralin derweilen gut am Leveln, 60er Stärke, bald 61, so lieben wir das. So. Und nicht anders muss es sein, Leute. Dann gönnen wir uns jetzt gleich noch schön den meiner Meinung nach besten Außenposten-Banger, ne? Wo einfach ein bisschen gechillt wird. Und danach geht's los, Leute. Dann wird ordentlich gehackt unterwegs, hoffe ich, ne? Da wird hoffentlich ordentlich gehackt. Aber da bin ich guter Dinge. Da bin ich sehr, sehr guter Dinge. Ja, ja. So haben wir es eben immer gemacht. Einfach hasseln. Ist ab und zu leider einfach wichtig, ne? Man kann es gar nicht anders sagen. Wir brauchen halt dieses Cash, um unsere Leute zu rekrutieren. Das steht vollkommen außer Frage. Ich bin immer noch so happy, dass das jetzt einfach geklappt hat mit Taboralin. Na, also, das ist schon richtig geil. Wie gesagt, Video kommt. Allerdings bin ich gerade aktuell schon an den Kenshi 2 News dran. Ich will da, wie gesagt, so ein News-Format, ich glaube, ich hatte es mal besprochen, irgendwann in diesem Let's Play oder in irgendeinem Stream. Ich komme dann da auch immer gerne mal ein bisschen durcheinander. Mal alles zusammentragen, was wir bis jetzt zu Kenshi 2 wissen. Gibt es nämlich im Deutschen meines Erachtens nach, wüsste ich jetzt zumindest nicht, kein Video auf YouTube dazu, kann ich ja in dem Sinne mal machen, als Kenshi YouTube Deutschland. Na Quatsch, so eingebildet bin ich dann auch nicht, aber wisst Bescheid, kann ich schon gerne mal machen. Bin ich gerade dabei, ordentlich Quellen und dergleichen zusammenzutragen und sobald das durch ist, würde ich super gerne mal die Meitu-Waffengeschichte in Angriff nehmen. Und vielleicht schiebe ich da irgendwo davor oder dazwischen dann mal noch diesen Skeleton Recruit Guide rein, mit dem man theoretisch unendlich viele Skelette rekrutieren kann, ohne irgendwelche Mods. Das ist bestimmt für einige interessant, kann ich mir gut vorstellen, ne?
für euch in dem Sinne natürlich nicht mehr, weil ihr es hier gesehen habt, wie das läuft, aber na, ich denke mal, da würden sich einige drüber freuen, denn Skelette sind natürlich schon einfach eine coole Sache. Wie gesagt, ich bin zunehmend großer Fan. Ich dachte echt, ey, und wir können ja auch, was das betrifft, übers Late Game noch keine Aussagen treffen, ne? Wenn Leute mit krassen Hackern unterwegs sind, können wir da berüstet sein, wie wir wollen. Wir haben 2 von 5 Rüstungsteilen, ne? Da könnte es dann schon hier und da echt stressig werden, uns da gut zu verteidigen. Ja, Taboralin ist schon gut ausgestattet, ne? Kann man echt gar nichts sagen. Den nehmen wir nachher auch genauso mit, das ist ganz klar. So, liebe Leute, dann sind wir bei 20 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal allmählich ready, oder? So, alles klar. Dann kommt mal alle, macht mal Halten rein, Aufgaben aus und gönnt euch mal hierher, ne? Sneak kann auch erstmal ausgemacht werden, brauchen wir jetzt gerade nicht. Alles klar. So, Deli, dann ist der Plan wie folgt. Ihr setzt erstmal eure Leute ab, ne? Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Könnt ihr alle wegpacken. Ne, nicht plündern. Ah, der hat ein Brot dabei. Er setzt den mal ab. Taboralin, weg damit. So, Taboralin, coole Pose. So, dann fangen wir bei Taboralin einfach mal an, oder? Und verwalten da ein bisschen. Passt mal auf. So, wo waren hier die Waffen mit drin? Genau. Kommt da wieder die fallende Sonne mit rein. Dann kann er seinen Mantel eigentlich auch wieder haben, ne? Stimmt, hier haben wir ja auch noch was, ne? Okay. Machen wir das doch erstmal so. Hier, schaut mal. Und den randvollen Rucksack. Easy. Kriegst du da deinen Mantel, bist erstmal ohne Hose unterwegs, dürfte mit deiner Stärke überhaupt kein Problem sein. Und zwar absolut überhaupt gar kein Problem. Nimmst hier noch ein Repair-Set mit, dann machen wir das vielleicht gerade andersrum, oder? So rum gefällt mir, glaube ich, besser. Agnu, bei dir passt eigentlich schon alles, genauso können wir losgehen. Ashitaka, du kannst das hier gerne nochmal verräumen. So, dann ebenfalls umziehen, Rucksack aus, Laterne. Ja, behalte sie mal im Inventory, das passt schon, Burn. Wie sieht's bei dir aus? Oh, wow, wow, da sehe ich aber einiges Spannendes, ne? Das kann wegen mir gerne. Guck mal, mach mal erste Etage, geh da mal hoch. Lager das hier am besten ein, ne? Damit das da in der Nähe ist, wo Full Metal das dann letzten Endes braucht. Reparaturset bei Agnu fehlt noch, genau, nehmen wir uns da noch eins mit. Ashitaka hat eins, Burn, nimm dir da mal eins mit. Neil, nimm dir da mal eins mit, zieh mal deine Hose aus, damit wir sprinten können. Dann machen wir hier auch noch geschwind, so. Ja, passt, Full Metal, nimm dir da mal ordentlich was mit. Oh, wir haben keine Pfeile mehr für Full Metal. Das ist natürlich problematisch, da müssen wir da noch geschwind welche herstellen, bevor wir los können. Full Metal nimmt 2 mit, weil Premium Scout, oder? So, Burn, dann hattest du doch die Katanas, ne? Und entsprechend nimmst du auch den ganzen anderen Scheiß mit. Hä? Wie habe ich jetzt gerade auf den Erzbohrer geklickt? Naja, ist wie es ist. Was soll ich euch sagen? Das ist schon viel Geld, ne? Also, Burn, wie überlastet bist du so? 40%. Das ist natürlich crazy, aber dann kann dich Taboralin auch einfach tragen. Na, Taboralin, heb den guten mal auf. Ja, Taboralin, wie sehr überlastet es dich? 0. Na, genau so nämlich. Okay, dann, lieber Full Metal. Rein da mit dir. Das kannst alles. Na, mach mal die Roboterstation aus. Aufgaben an, genau. Dann gehen wir hier in die untere Etage rein und du stellst hier noch geschwind ein paar Pfeile her, ne? Haben wir da noch welche übrig? Nee, leider gar nicht. Guck mal. Müssen wir das noch geschwind ein bisschen durchlaufen lassen. Na, ich denke mal, 2 Rigs oder so reichen da auf jeden Fall aus. 80 Schuss würde ich schon gerne mitnehmen. Wenn man mal sich so wirklich drauf konzentriert, na, dann dauert das schon immer super lange, oder? Also, naja, ist wie es ist. 1 nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, doch, das wäre mir schon ein Anliegen. Ne? Also, wie viel haben wir da noch drin? Ja, 1 Schuss, das ist, ja, das ist Quatsch. Wie steht's denn um deine Armbrustschmiede eigentlich, Vormittel? Und komm vielleicht gerade mal rein, damit du hier im Licht arbeitest, genau, und nicht so, ne? Armbrustschmiede 14, ja, das ist natürlich auch ein Witz. Ah, und das wird dadurch, ach so, ich war gerade beim Falschen, ich dachte gerade schon, das wird dadurch gar nicht gelevelt, das wäre absolut scheiße, also da hätte ich mein Leben ordentlich gehasst, wenn wir da nichts bekommen, gewissermaßen, so, perfekt, okay, alles klar, dann kannst auch du deine Aufgaben erstmal wieder ausmachen, ne, und später hier oben weitermachen,
Wie gesagt, aber Aufgaben aus. Zack. So, und dann gehen wir los, liebe Leute, ne? Ab in Sneak mit euch. Und erstmal in die schwarze Wüstenstadt. Lego. Okay, klasse. Taboralin, 20 MPH im Sneak, jemanden tragend. Lieben wir. So muss es sein. Na, bei einer 61er Stärke hätte ich da auch nichts anderes erwartet, aber ist doch geil. Kann man auf jeden Fall so machen. Na. Perfekt, Leute. Ich hoffe, ihr seid heiß. Jetzt sind wir doch bei 25 Minuten losgegangen und nicht ganz bei 20, aber ich denke, das passt, oder? Ah, Taboralin, du bist gar nicht im Sneak. Ah, du wurdest nur enttarnt. War das so? Naja, dann ist es, wie es ist. 15 ist auch nicht schlecht im Sneak. Jemanden tragend. Ist okay. Da geht zwar noch mehr, aber, ne? Da geht vor allem dann mehr, wenn er mehr Athletik hat. Das liegt jetzt ja nicht an der Überlastung, sondern er ist einfach noch nicht ganz so athletisch, wie das die meisten in unserem Squad eben sind, ne? Okay. Ja, geil. Dann machen wir jetzt erstmal Big Money. Und dann wird mal geschaut, wie es läuft, ne? So, guckt euch mal um. Ab nach da oben. Eieiei. Bin ich jetzt gespannt, wie viel Cash das wird, ne? So, Taboralin, du kannst aus dem Sneak raus. Setz mal den Burn ab. Und Burn, du kannst da mal Hallo sagen, ne? Show me what you got. So, dann pass mal auf. Du kriegst von uns Katanas. Gestohlen von Skeletten. Hehlerei-Chance. Ah, haben wir hier 100%. Bei den anderen weniger, da müssen wir gucken, dass wir die nicht hier verkaufen. Na, das macht natürlich keinen Sinn, aber das hier können wir verkaufen. Für 3,9. Das ist okay, ne? Das ist sehr okay. Könnten wir aber auch woanders verkaufen und mehr Geld mitmachen. Ziemlich sicher. Naja, wie dem auch sei. Wir nehmen es jetzt erstmal so mit, wie es ist. Ja, dann würde ich auch sagen, das passt erstmal so. Ah, da hätte ich schon immer Bock, noch mehr davon zu haben. Bin ich ehrlich mit euch. Aber naja, na jetzt erstmal okay. So, meine Lieben, dann geht's direkt weiter. Und zwar hier rüber. Na, das seid ihr jetzt ein bisschen langsam wegen Agnu wahrscheinlich. Obwohl, nee, wenn er den Rucksack auf hat, ist er null überlastet. Perfekt, dann passt er. Agnu, rein da mit dir. Ah, stimmt, was laber ich auch mit Agnu? Burn ist ja derjenige. Agnu kann ja nicht mal mit Leuten reden. Na, das ist natürlich Quatsch. So, Blechfaust und Catlon waren ein tolles Team. Definitiv. Dass du nicht mitkommen willst, hasse ich bis heute, aber Skelettkunde, na, diese Unterredung hatten wir ja bereits zur Genüge. So, da haben wir auch keine gute Hehlerei-Chance, ist klar. Müssen wir uns mal noch eine andere Route überlegen, vielleicht hier und da, ne? So, lieber Burn, dann noch ab hier rüber. So, der Rest kann wieder in Sneak. Und schon mal hier rüber. Alles klar, Burn. Dann erzähl denen mal, wie es aussieht. Die haben auch nochmal 25k. Und geile Stärkearme am Start, wie es aussieht, ne? Ja, Geschick auch nicht schlecht, klar. Ja, ja, da ist schon immer super geiler Scheiß mit dabei. Hier halt, ne? Den rechten Stärkearm. Und den linken mal mitzunehmen, das wäre natürlich hammergeil, aber wir haben jetzt gerade eine andere Mission. Da wissen wir ja, wie es ist, ne? Okay. Ja, also jetzt haben wir wieder knapp 100k und haben noch super viel, um zu verkaufen. Also, ne, ich würde mal behaupten, Cash ist da, so ist es nicht. Das passt schon. So, Taboralin, dann heb mal den Burn auf. Genau. Und dann geht's weiter für uns. Und zwar erstmal einfach hier rüber. Klasse. Klasse, meine Libilis, ne? So muss es sein. This is how we do. Ich bin echt gespannt, ob wir diesmal wieder Glück haben. Ob's wieder so beschissen läuft wie beim letzten Mal. Na, also man muss schon echt sagen, die Methode hat halt super viele Probleme, so. Wer hat den Schuss abbekommen und ist deswegen jetzt langsam? Niemand. Okay. Ah, weil Nils schwimmt, sind wir so langsam, verstehe. Hätte jetzt auch sein können, dass irgendjemand was aufs Bein bekommen hat, ne? Da weiß man ja erstmal nie. Das wollen wir erstmal checken. Hat gerade jemand Damage bekommen von der Harpune oder wie ist es? Ne? Dann ist aber auf jeden Fall jemand aufgeflogen. Das heißt, wir gehen wieder in Sneak.
Alles klar, Wanderung des Häuters, genau, so sieht's aus. Vielleicht können wir uns bei der Holy Nation mal wieder ordentlich mit Leuten schlagen. Das wäre stark. Aber na, jetzt gucken wir erstmal. Und zwar wollen wir hier hoch. Genau. Okay, ich verstehe. Taboralin, setz mal ab. Du hast da jetzt eine Mission. Du hast da jetzt eine Mission. So, da hauen wir uns einen schönen Banger rein, oder? Und dann geht der Taboralin da ordentlich rein. Oi! Chotto Matteo! Alle angreifen. Ja, vor allem von allen auch auf den Sack bekommen, Taboralin. Ganz wichtig, ne? Lass dich da mal ordentlich aus dem Leben holen. Naja, da trifft schon quasi niemand mehr, ne? Also schon immer noch viele, aber ihr wisst, was ich meine. Wird besser, ne? Ausweichen leveln, das kracht. Und du überlebst vielleicht. Naja, wart mal ab. Wartet mal ab. Na, Taboralin. Oh, er haut einen Hit raus. Seht ihr mal, ne? Da wurde schon gelevelt. Denn er haut schon die ersten Hits raus. So Kampfkunst minus 10, so ist halt auch bodenlos, ne? Aber ja, was soll ich euch sagen? Ist wichtig für uns. Ist wichtig für uns, so zu leveln. Ausweichen muss komplett aus dem Leben gemaxt werden. Gerade weil Skelette da einen Malus drauf haben, ne? So, Kampfkunst bald auf 10. Dann können wir vielleicht mal die ersten neuen Moves auch abchecken, ne? Könnten wir durchaus mal... Oh ja, there we are. Kommt, wir machen es mal eine kleine Weile, oder? So, zeig mal, wie es ist, wenn du in Kampfkunst besser bist. Na, so sind wir bei 16 Kampfkunst. Zeig mal ein paar neue Moves. Gibt's da schon welche? Ja, ja, nee, aber der tritt schon gut rein, ne? Na, also, 62 Damage hier, beziehungsweise 68. 67. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Taboralin. Sehr, sehr geil. So muss das sein. Ah. Die kriegen Hiebe auf den Kopf. Oh ja, und da wird gut gelevelt. Dann pace mal da mal ein bisschen durch. Nehmen wir vielleicht noch das Höschen mit rein, oder? Kampfkunstbonus minus 10. Ja, komm. Aber Geschickeffekt ist nicht ganz so brachial, oder? Gar kein Geschickeffekt. Perfekt. Dann sind wir gleich schnell. Bisschen tankier. Und alles wird cool, oder? Na, jetzt scheint es keine Hits mehr zu hageln von uns. Ah, doch. Da habe ich mich getäuschelt, ne? Na, Taboralin. Da müssen ordentlich Hits regnen. Richtig schön die Hits rausprasseln. Ah. Ja. Na, Geschick ist unser Problem. Ihr seht das schon, oder? Wir kommen halt noch zu nichts. Aber das wird zunehmend besser. Das ist ja vollkommen klar, ne? Die Verletzung geht dann halt auch immer direkt aufs Geschick, ne? Aber wir leveln ja auch Geschick mit jedem Tritt, mit jedem Hieb, ne? Kampfkunst 12, genau, so nämlich, ne? Und sobald wir eine gewisse Geschwindigkeit haben und der so ein Squad alleine auseinander nimmt, leveln wir dabei auch gestört Kampfkunst, ne? So ist es ja nicht. Vielleicht müssten wir mal wieder in den Süden der Map und nochmal ein bisschen bei Gurglern leveln, oder? Oder bei Kannibalen könnten wir mal leveln. So einen kleinen Abstecher machen. Aber das würde sich vor allem auch dann lohnen, wenn wir noch mehr Leute haben, bei denen wir dann leveln können, ne? Ja, ja, klar, rennt da das ganze Squad hin. Ist logisch, ne? Aber uns dürfte auch die Hälfte gut reichen. Kommt, wir pacen mal ein bisschen durch, ne? Wir wissen ja, wie das läuft. Wir wollen ja vor allem, genau, hier und da halt einen Hit landen oder so. Und hoffen, dass das irgendwie worked. Ja, da war einer stark. Rar sind sie, aber sie kommen, ne? Wahrscheinlich sieht man es so am besten. Komm, Taboralin, zeig uns mal ein paar Hits hier. Sind wir irgendwo stark? Nee, sind wir nicht. Da waren direkt zwei. Sehr schön. Natürlich auch immer geil, wenn man direkt ein paar mehr Leute auf einmal damit trifft. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich bald Brustdown sein, ja. Ja, alles klar. Ah, Taboralin steht direkt wieder auf. Dann müsst ihr ein bisschen weiter weg, damit er das nicht tut. Weil den Zähigkeitsbonus nehmen wir natürlich schon auch noch mit. So ist es nicht, ne? Nimmt er den gerade trotzdem mit? Eigentlich müsste er am Boden bleiben. Tut er aber nicht, aus Gründen, die mir nicht ganz erklärlich sind. So, aber, ne? Komm schon, gib mir getrocknetes Knorpelfleisch. Ich habe nichts. Du Ungeziefer.
Nee, wir sind nicht weit genug weg, wie es aussieht, ne? Dann stück mal noch einen Rück nach da hinten. So. Taboralin, wir wollen, dass du dich totstellst, ne? Richtig schön totstellen ab und zu. Das muss schon sein. Mhm. Ja, genau. Noch mal ein paar Hits reinprasseln. Sehr, sehr schön. Oh, Leute, das wird zunehmend geil, ne? Ja, ja. Ja, ja, so sieht's nämlich aus hier, ne? So, und jetzt aber totstellen, oder? Genau, klasse, guck mal. Und dann gehen wir direkt wieder rein, Taboralin. Warum zählst du denn, als wärst du im Sneak? Komisch. Ja, genau. Nehmen wir noch einmal mit. So. Er zählt schon wieder, als wäre er im Sneak. But why though? Hä? Geh doch aus dem Sneak raus. Was ist denn los? Was haben wir denn da gerade für einen Glitch? Kannst du mal bitte nicht im Sneak neu starten? Ist ja wild, was da gerade bei ihm passiert. Naja, okay. Das reicht jetzt auch erstmal. Taboralin, genau, hielt dich mal hoch. Da wurde schon ordentlich deine Brust gereckt, ne? Ist wie es ist. Wen schick mal da rein, der da alleine Rambazamba macht? Nach einfach alle, oder? Ja, komm, wir schicken da noch schnell alle rein. Das ist jetzt ja hier Quatsch, dass die das überleben, so, ne? Hier unseren Taboralin verprügeln und dann einfach von dannen ziehen, ne? Das hättet ihr wohl gern. Genau. Da werden ordentlich grüne Zahlen geschrieben, sehe ich schon, ne? Ja, easy. Ah, ihr seid ja alle noch im Hold, ne? Das solltet ihr natürlich nicht mehr machen, genau. Aufgaben können wir wieder anmachen. Geht jetzt gerade eh nichts. Taboralin, du solltest jetzt gerade, glaube ich, niemanden mehr tragen. Pacen wir so los. Geht aber nicht mit dieser Hose. So, na, easy. Alles klar, dann weiter geht's. Let's go. Muss echt dringend mal noch schauen, ob ich jetzt die richtige Mod ausgeschaltet habe, zwecks, dass ich nicht die Dodge Roll von Martial Arts habe, aber trotzdem die neuen Martial Arts Moves. Gucken wir aber nicht jetzt, gucken wir ein andermal, ne? 18er Kampfkunst, Leute, let's go, bei einem 60er ausweichen. So muss es sein, Geschick auch von 27 auf 33 hoch. Das ist nicht zu verachten. Na, also, wir nehmen da schon was mit, so ist es ja nicht. Dauert eine Weile, aber wir nehmen was mit. Ja, ja. Hier und da ein bisschen damaged, aber passt schon. Na, das ist in Ordnung. Die kommen super klar. Da muss schon ein besonders großer Holy Nation Trupp anrücken, damit es da irgendwie stressig für uns wird. Na, also... Da sehe ich wenig Chance für die Holy Nation, gerade da wir jetzt wahrscheinlich des Nachts durch den ihr Territorium ziehen. In dem Sinne überhaupt kein Problem. Sind wir tiptop gedeckt, können da durch, als gäbe es keinen Morgen. Die könnten wir mal aus dem Leben holen hier, oder? Wäre eigentlich ganz nett. Aber sparen wir uns ebenfalls auf. Wo ist das hier? Ja, alles klar, haben wir auf jeden Fall aufgedeckt. Dann passt die Geschichte ja. Taboralin, wie sieht's aus? 17 mph, 23, 22, 19, 24, 23. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall ganz gut unterwegs, ne? Alter Taboralin, du bist echt groß. Und du wirst noch viel größer, ne? Denn wir haben ja hier immer über Stärke, beeinflusst deinen Körperbau, genau, Kampfkunst, Muskeln sichtbar. Hier noch Muskeln sichtbar. Schwimmen und Athletik, Muskeln leicht, genau so muss es sein, ne? Wollen einen ordentlichen Körper haben, ist ja klar. Und schon einen brachialen Körper. Ja, ja, genau. Das wird gut. Der wird ein richtiger Oschi. Das, dessen bin ich mir absolut sicher. Das steht vollkommen außer Frage, gewissermaßen. Na, der wird richtig reinprügeln. Okay, meine Lieben. Dann nachts um 3 ab durchs Holy Nation Territorium. Schön zum See, beziehungsweise zum Fluss. Und dann wieder, dann heißt es wieder hoffen. Na, dann heißt es wieder hoffen für uns. Einfach nur hoffen. Glück haben. Und diesmal auch alles richtig machen wieder, ne? Also, wer darf nicht in die Vereinigten Städte? Eigentlich nur Full Metal. Wer darf da gerne rein? Abgesehen davon jeder. Agnu kann aber nicht sprechen, was hier und da ein bisschen doof ist. Das heißt, Neil, Burn, Ashitaka und Taboralin sind unsere Hard Carries. Die tragen auf jeden Fall jemanden.
Full Metal schlägt nur bewusstlos und verpisst sich dann. Und mit verpissen meine ich auch wirklich, dass er weit weg ist. Na, wen haben wir da? Paladine der Heiligen Nation. Na, die schwimmen da also auch ab und zu rum, ne? In einem 7er-Squad. Ganz ungewohnt irgendwie, aber hey. Wenn die meinen, dass sie es so machen, dann machen sie, wie sie machen, ne? Sind das jetzt wir? Das sind wir, oder? Offensichtlich sind das wir, ja. Die da diesen Schweif ziehen, an dem ich normalerweise unsere Kundschaft zu erkennen vermag, ne? Unser Klientel wird daran normalerweise ausfindig gemacht. Aber wem erzähle ich das, ne? Sind ja mittlerweile alle Experten in diesem Game. Wir halten Ausschau nach Ungereimtheiten im Wasser. Ja, und dann wird er auf den richtigen Drop gewartet und zack, nehmen wir die mit. Schau mal, wir könnten gerade mal gucken, wie viel haben wir denn mittlerweile mit den Skeletten? 45, okay. Na, da bald mal so auf 50 oder so hoch zu graden, wäre natürlich hammergeil. Wenn das wirklich in den Katalog mit reinspielt, wie likely es ist, dass die sich uns anschließen, dann macht es natürlich Sinn, das weiter und weiter nach oben zu treiben, ne? So, mit den 97k, die wir haben, plus dem Katana, den Katanas, die wir theoretisch noch verkaufen könnten, können wir auf jeden Fall mehr als genug Leute rekrutieren. Na, müssen wir jetzt schon irgendwie 5 Stück finden, damit es da knapp wird. Und 5 Stück halte ich für, ist eher unwahrscheinlich immer, ne? Ist schon eher etwas unwahrscheinlich. Das kann man leider gar nicht anders sagen. Ich glaube, hatten wir jetzt einmal, oder? Und dann habe ich massiv reingekackt irgendwie. Beim letzten Mal lief das echt nicht so gut. Na, da waren wir ja nicht in Hermelin, sondern wo waren wir da? Hier, ja, in Hang. Das hat echt nicht sonderlich gut funktioniert. Da muss ich nächstes Mal auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger vorgehen, aber dann bin ich guter Dinge, dass das tiptop laufen kann. So ist es nicht. Bald haben wir alle Störfaktoren und möglichen Komplikationen erlebt und ausgemerzt gewissermaßen, na, beziehungsweise wissen einfach, wie wir damit umgehen müssen. Und dann sehe ich da auch keine Probleme mehr. Na, also ab dann ziehen wir durch. Das sind dann alles Sachen, die ich schön in dem Guide gewissermaßen erwähnen kann. Ey Leute, passt auf, dass ihr nicht so macht, weil sonst, ne, kriegt ihr Stress mit dem oder dann passiert dies und das und dann rennen die euch weg und ihr könnt sie nicht rekrutieren und dann ist irgendwie der Sklavenhalter-Boss aggro oder so. Na, haben wir jetzt ja mittlerweile alles erlebt. Handeln wir. Guck mal, ich hab dir hier noch ein paar, ne? Hast du da Lust? Schau mal her. Na, so, kann sich das nicht leisten, das ist okay. Was hast du denn da hoch? Pff. Ärmelloser Staubmantel, nee, nee. Eine Lederrüstung. Bin ich auch eher bei, nee. Hier nochmal Samurai-Beinschienenmeisterwerk, das wäre natürlich schon sick. Ja, und ansonsten ist alles andere immer uninteressant für uns. Dann nehmen wir die mit. Kriegst du nochmal ein bisschen was davon, ne? Und dann würde ich sagen, wer kriegt die denn? Neil hat ein Meisterwerk. Burn hat auch geile Sachen. Ashitaka könnte das noch haben, oder? Ashitaka sehe ich da auch. Ich finde auch, Ashitaka hat sich das auf einem anderen Level bereits verdient, oder? Ja, ja, guck mal, Burn. Gib das mal an Ashitaka weiter. Der kriegt jetzt auch richtig schön Rüstung hier, ne? Obwohl, Agnu... Da könnte man schon, der hat sich nämlich auch definitiv verdient und der hat gerade so irgendwie gar nichts, ne? Naja, aber würde ich schon mit schwerer Rüstung einkleiden, so ist es nicht. Okay, dann passt das erstmal. Burn, du kannst deinen Rucksack wieder ausziehen, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und direkt wieder rauskommen und mitsneaken, ne? So, speichern wir an der Stelle mal, nicht, dass irgendjemand doof stuck ist oder so. Das war, glaube ich, hier nämlich zum Beispiel eine knappe Kiste gerade. Ja, ja, okay. So, und jetzt wie gesagt, Glück haben. Glück haben heißt das jetzt. Wir haben bis jetzt nämlich noch gar nichts gesehen. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir überhaupt noch was sehen. Hatten wir schon mal einen Run hier, bei dem wir wirklich niemanden mitnehmen konnten, so? Nicht, oder? Das gab es, glaube ich, noch nicht. Oh. Ein 4er-Squad. Und die sind gerade an der besten Stelle vorbeigelatscht. Scheiße, hoffentlich drehen die um. Hoffentlich drehen die um. Ist es sogar ein 5er-Squad und ich habe gerade einen übersehen. Es könnte fast sein, oder? Nee, sieht nach einem 4er aus. Ja, es sind 4 auf jeden Fall.
Okay. Kommt, ihr wollt doch bestimmt irgendwie, na, eigentlich wo ganz anders hin, oder? So richtig an Land gehen und so. Alter, wie wir schon wieder auf die Geiern, ne? Es macht halt leider nicht überall Sinn, die zu holen, ne? Auf so einem kleinen Stück, da fallen die dann nur ins Wasser und dann können wir nichts mit denen anfangen. Also man muss schon echt gucken, dass man einen guten Spot erwischt, auf dem man im Idealfall einfach alle abholen kann. Wenn die jetzt nicht hier gleich irgendwo umdrehen, würde ich sagen, ist die nächste Anlaufadresse hier diese Ruine, oder? Wenn sie da drüber gehen, müssen wir sie da auf jeden Fall abholen. Kann Fullmetal da 4 Leute in kürzester Zeit abholen? Das ist die Frage. Purzelt kein einziger von denen ins Wasser, bevor wir die dann aufgebockt haben? Das ist die weitere Frage. Ja, aber die gehen hier lang, ne? Jo, das ist so ein ewiger Bär, Mann. Der Boralin. Naja, obwohl, ihr könnt schon alle gut sneaken. Naja, das passt, komm, das passt. Wir riskieren's. Full Metal ist readier denn je. Vielleicht packe ich die hier rüber. So, kommt schon. Number one ist da. Number two. Wo number three four? Wo number three und four? Number three. Kommen nicht, oder? Die gehen wieder zurück. Goodness, goodness, goodness. Number one. Burn, nimmst du mit? Ganz klar. Entführen haben die jetzt also doch mitbekommen. Wir wollen nicht entführen. Das wollen wir nicht. Wurden wir gerade dabei entdeckt? Oder ist das, weil er hier noch latscht? Nee, entführen wollen wir sie ja eigentlich nicht, ne? Wo ist der jetzt hin? Oh goodness, da war er. Ja, dann entführen wir ihn halt. Na. So. Taboralin. Entführ den mal. Wieso denn nicht im Sneak? Was hat Taboralin für einen wilden Glitch am Laufen? Und wo sind denn ihre anderen beiden Jungs verblieben? Da hinten. Das sind nochmal 4, oder sind das jetzt die anderen beiden? Okay. Da müssen wir hinterher. Ist ganz klar. Ich bin jetzt ehrlich mit euch. Mit Entführen fühlt sich das nicht... Alter, was geht denn hier gerade ab? Mit Entführen fühlt sich das gerade nicht ganz so wohlig an. Junge, wie viele sind da gerade unterwegs? Ist ja komplett bodenlos. Na, wir gehen auf jeden Fall auf die, denn die müssen ja früher oder später da vorne an der Geschichte an Land gehen. Schicken wir da erstmal nur Full Metal und lassen den Rest der Gruppe erstmal hier irgendwo stehen, oder? Und wir sollten hinter denen bleiben diesmal. Dass wir auf jeden Fall blaue Augen haben und keine roten. Zweck Sneak-Symbol, so, wisst Bescheid, ne? Wäre sonst schon ungünstig. Ah, come on. Jetzt dreht ihr schon wieder um. Nicht euer Arsch ernst, oder? Warum will denn niemand von euch da oben vorbeikommen? Da sind gerade welche unterwegs. Digga, wie viele sind denn unterwegs? Hier habe ich gerade welche gesehen. Da. 1 und 2. Die nehmen wir noch mit. Sepp und irgendeinen anderen, ne? Okay, dann, liebe Leute, alle hierher. Ruckzuck aber, ne? Full Metal, du schon mal vor. Da läuft auch noch mal eins. Ich kack ab. Ich kack ab. Full Metal, hol ihn dir. Das sind die beiden, oder? Wer von euch patrouilliert? Du patrouillierst, du folgst Anführer. Mach mal erst dich hier weg, ne? Stark.
Und stark. Perfekt, okay. Also, Burn, du trägst bereits jemanden, ne, und begehst noch ein Verbrechen. Dieser Charakter wurde beim Begehen des folgenden Verbrechens erwischt. Entführung. Es könnte ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt werden, wenn er nicht schnell genug verschwinden kann. Ja, wir verschwinden schon, auch keine Sorge. Okay, dann Burn und Ashitaka, ne? Ah, Burn trägt schon jemand. Dann Neil und Ashitaka, meine ich natürlich, ne? Aufheben, genau. Ashitaka. Aufheben. Okay, wie sieht's denn hier aus? Verbrechen geht runter. Burn bei dir auch, oder? Und läuft es dann neu los, oder? Nee. Jetzt ist Verbrechen weg. Entführt. Ah, die zählen jetzt als entführt. Na, das ist wahrscheinlich ein Problem, oder? Ja, das lassen wir. Leute, das lassen wir. Oder mit entführt macht das, glaube ich, keinen Sinn für uns. Bin ich ehrlich mit euch. Das ist so ein sensibles Thema hier, ne? Also mit entführt sieht es da ganz schlecht aus, glaube ich, leider. Ja, ja. Wir lassen das mit entführt. Setzen die ab. Und hauen dann ab. Aber nehmen die natürlich noch aus, das ist ja klar. So, na, ja, begehen wir ein Verbrechen, ich weiß, aber ist jetzt halt, wie es ist, ne? So, Burn, dann solltest du auf jeden Fall den Rucksack ausziehen. Dann haut ihr schon mal ein ganzes Stückchen ab. Und ihr erst recht. Okay, einfach mal nach da hinten. So, und Full Metal, du bleibst in der Nähe. Und schaust mal, genau, eben. Holen wir jetzt nämlich schon noch, ne? So ist es ja nicht. So ist es ja nicht, oder? Okay, so und jetzt, Burn, kannst du den jetzt aufheben. Klasse. So, Vormittel. Und wo ist der zweite, den wir losgelassen haben? Ich sehe ihn gerade nicht, aber man müsste ihn ja spätestens sehen, wenn er losgeht, oder? Oder wie sieht's da aus? Die wurden doch hier irgendwo losgelassen, oder? Mann, ich sollte auf sowas echt immer ein bisschen mehr achten. Okay, Burn, let's go. Neil, du trägst jemanden, oder? Wer hat denn jetzt jemanden dabei? Ja, Neil, Taboralin, Ashitaka. Achso, ich habe den zweiten gar nicht abgesetzt. Taboralin, du hast den noch dabei. Ja, dann Taboralin, komm mal hier rüber und setz den mal schnell ab. Dann machen wir das doch hier noch geschwind, ne? Und nehmen die Guten mit, ist ja klar. So, setz den mal ab, genau. Dann verpeisel dich mal. Und lass das Full Metal regeln. Full Metal agiert da aus den Schatten und das wird alles tipptopp. Das Scratch. Scratch, Scratch. Okay, kommt, Leute. Scratch, steh schon auf. Genau. Wir chillen noch. Ja, genau. Wieg dich in Sicherheit. Oh, der rennt los. Scheiße, Full Metal hinterher. Full Metal, jetzt aber schnell hier, ne? Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Scheiße, scheiße, scheiße. Noch an Land. Komm, noch an Land. Hat nicht mehr gereicht, ne? Ja, war auch schon im Wasser. Der hat's geschafft. Der ist uns entkommen. Entkommen? Okay. Ja, Leute, dann würde ich behaupten, da wir gerade eh schon wieder überziehen, bei Kenshi gefühlt echt jede Episode, ne, weil immer irgendwas abgeht, so, ist einfach schwierig, da sich irgendwie an eine feste Zeit zu halten. Müsste mich schon hier und da echt dazu zwingen. Würde ich sagen, starten wir hier in die nächste Episode rein dann, oder? Weil ich will jetzt nicht über den Episodenwechsel wieder die Leute da abgeben oder ab, ne? Und vielleicht haben wir Anfang nächster Episode direkt nochmal Glück, uns kommt nochmal jemand vorbei. Drei Leute ist cool. Fünf oder sechs hätte ich auch absolut nichts dagegen. Ne? Also wisst ihr, wie es läuft. In dem Sinne, lasst Liebe da, bis zum nächsten Mal, euer P. Ade.